Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung 7 Verkehrsökonometrie für Bachelors. Hier geht es jetzt um die Verkehrsmittelwahl bzw. den Modal Split. Das ist der dritte Schritt im Vierstufenverfahren der theoretischen Verkehrsplanung. Also zur Wiederholung, im ersten Schritt der Aktivitätenwahl bzw. der Verkehrserzeugung haben wir erst einmal Quell- und Zielsummen für die Bezirke bestimmt. Die Bezirke sind dabei der vorgegebene Rahmen, in die das Untersuchungsgebiet aufgeteilt ist. Ausgehend von den Ergebnissen eben dieser Quell- und Zielsummen werden im nächsten Schritt Relationen, das heißt Wege-Ziel-Kombinationen, festgestellt. Das war die letzte Vorlesung 6. Das Ergebnis dann die sogenannte Verkehrsstrommatrix. Das heißt, wie viele Wege gibt es von Bezirk I nach Bezirk J in einem Bezugszeitraum, üblicherweise Werktag, an eine, genau. In der diesen Vorlesung, Vorlesung 7, wird nun diese Verkehrsstrommatrix aufgeteilt auf die verschiedenen Verkehrsmodi. Das Ergebnis ist dann eine verkehrsmittelfreie Verkehrsstrommatrix, VIJK, das heißt, wie viele Wege gibt es am Bezugstag von Bezirk I nach Bezirk J mit Verkehrsmodus K? Das aufgeteilt in 6 Punkte. Zunächst mal die Zielsetzung und Definition des Modal Split. Dann offensichtlich, genau wie bei der Verkehrsverteilung, braucht man eine gewisse Attraktivitäten bzw. negative Utilities, die sogenannten Widerstände. Da werden wir sehen, von was die abhängen, wie man die modellieren kann. Ferner, das ist jetzt anders als jetzt bei der normalen Verteilung, gibt es auch einen Zufallsnutzen, der besagt im Wesentlichen, naja, die Widerstände wie Zeit und Geld und so weiter sind nicht für jeden gleich. Man muss also dann quasi Variationen, individuelle Variationen dann modellieren. Möglicherweise auch einen freien Willen, dass man sich mal so entscheiden kann. Das Ganze wird dann formalisiert in ein Modell, die sogenannte diskrete Wahltheorie und speziell in das Multinomial-Logit-Modell. Da werden wir auch zeigen, dass das Multinomial-Logit-Modell im Wesentlichen dem Wilson-Modell der Verkehrsverteilung entspricht. Ich habe vorhin gesagt, in der Verteilung ist nicht explizit von Zufallsnutzen die Rede. Man kann das aber so auffassen, dass eben diese Verkehrsverteilung eine Entropiemaximierung mit einem Zufallsnutzen ist. Und dann ist im Wesentlichen das äquivalent zum Multinomial-Logit-Model. Das ist auch die Basis der simultanen Durchführung von Verteilung und Aufteilung. Schließlich noch eine Alternative, die ganz witzig ist, Kirchhoffsche Aufteilungsregel. Das ist ähnlich wie bei den Kirchhoffschen Regeln in der Elektrizitätstheorie. Kommen wir jetzt nun zur Zielsetzung. Also gegeben ist Relation I und J der Verkehrsströme und Ziel ist jetzt nun, diese Verkehrsstrom VIJ aufzuteilen auf die Hauptverkehrsmodi K. Und gegebenenfalls wird es getrennt für jede Quelle Zielgruppe gemacht, aber das G lasse ich hier weg, weil das wieder sequenziell für eine Quelle-Zielgruppe nach der anderen vorgenommen wird. Ergebnis ist dann die Verkehrsstrommatrix. Das ist im Wesentlichen die Verkehrsstrommatrix VIJ der Aufteilung mal den Anteilswerten. Und die Anteilswerte P, oder die Wahrscheinlichkeiten, dass ein gewisser Verkehrsmodus gewählt wird, wenn man es mikroskopisch sieht, die werden eben im Rahmen dieser Verkehrsaufteilung bestimmt. Man hat also diskrete Entscheidungen für Hauptverkehrsmodi und da ist dann der Klassiker die diskrete Wahltheorie. Wichtig, um die diskrete Wahltheorie anzuwenden, ist, es gibt nur grundlegend unterschiedliche Verkehrsmodi sollen betrachtet werden. Also Bus und Straßenbahn oder S-Bahn, die haben alle ähnliche Charakteristika, sprich feste Haltepunkte, feste Abfahrtszeiten, feste Zielzeiten, man ist mit vielen anderen Leuten zueinander,
Die sind also ziemlich ähnlich, bezüglich, wenn man es jetzt nach Entscheidung betrachtet. Es ist also sinnvoll, die öffentlichen Verkehr zusammenzufassen. Hinreichend unterschiedlich hingegen ist der öffentliche Verkehr vom Auto, vom Motorrad, wobei die Auto- und Motorrad wiederum, motorisierte Individualverkehr, die kann man getrennt betrachten in Spezialuntersuchungen. Üblicherweise werden die aber in MIV, motorisierter Individualverkehr, zusammengefasst. Daneben gibt es noch Fahrräder und Fußverkehr. Wie gesagt, die Alternativmenge muss exklusiv und vollständig sein. Exklusiv heißt, es muss höchstens eine Alternative zutreffen. Vollständig, es muss mindestens eine Alternative zutreffen. Exklusiv und vollständig heißt also, es muss genau eine Alternative zutreffen. Jetzt noch ein konkretes Beispiel. Wir nehmen jetzt mal an, es gibt nur vier Hauptmodi. Das sind die Klassiker: Fußrad, ÖV und MIV. Die Frage ist dann, wie modelliert man multimodale Wege? Das wäre zum Beispiel eine Bahn mit mitgenommenen Rad. Eine zweite Frage ist, es gibt ja noch andere Wege, zum Beispiel E-Bikes, Motordrehtroller oder Mitfahrer. Wie modelliert man das? Zunächst mal zu den multimodalen Wegen. Man kann, wie gesagt, es muss exklusiv sein, das heißt, man kann nur eine Alternative nehmen, ist also nicht häufbar. Was macht man da wohl? Naja, entweder man macht einen anderen Ansatz oder man nimmt den wichtigsten Modus, also der Modus, der die längste Zeit und oder die längste Entfernung beansprucht. Wenn man zum Beispiel jetzt mit der S-Bahn von Pirna nach Dresden mit mitgenommenen Rad fährt und dann von der Station Hauptbahnhof oder Dresden Mitte dann zur Uni fährt, dann ist offensichtlich der S-Bahnfahrt die Hauptverkehrsmodus. Das heißt, dieser Weg würde unter ÖV fallen. Was ist denn nun ein E-Bike? Das ist natürlich erstmal schwierig, weil E-Bike ist eigentlich MIV, weil Elektromotor ist motorisiert. Andererseits muss man selber treten bei normalen E-Bikes. Ist auch sonst Geschwindigkeit und Reichweite ähnlich wie ein normales Fahrrad. Das heißt, E-Bikes würde man unter ganz normalen Radfahren mit einordnen. Das entspricht auch, dass die E-Bikes meist auch die Radwege nutzen können. Also wirklich eher wie ein Fahrrad und weniger wie ein Motorrad, was eindeutig motorisierte Individualverkehrs zuzuordnen sind. Ein Motordrehtroller, naja, da wird es jetzt schwierig. Entweder in Spezialanwendung ist es ein eigener Modus, denn der ist hinreichend unterschiedlich, sowohl von Fahrrädern als auch von Fußgängern oder Motorrädern, Autos. Oder ansonsten würde der wohl noch am ähnlichsten tatsächlich auch ein Fahrrad Charakteristik von Reichweite und so haben. Bis auf das, dass sie, glaube ich, keine Radwege benutzen dürfen. Mitfahrer, naja, es ist zwar ÖV-Eigenschaft in der Hinsicht, dass man auf den Hauptfahrer, auf den Fahrer angewiesen ist und feste Pick-up-Zeitpunkte hat. Ansonsten ist es aber doch eher Individualverkehr. Der Mitfahrer würde also unter motorisierter Individualverkehr subsumiert werden. In Vor-Corona-Zeiten habe ich dazu auch immer eine Vorlesungsumfrage gemacht. Da bin ich so vorgegangen, ich habe erst einmal eine Tabelle Fußrad, ÖV und Kraftfahrzeug oder MIV, die Hauptmodi, angegeben. Und dann habe ich, anders als das sonst gemacht werden würde in der richtigen Umfrage, nämlich in der Einzelumfrage, habe ich einfach erst einmal gefragt, wie viele Leute haben denn 0 bis 1 Kilometer als Weg von zu Hause zur Uni. Also ich habe danach nach quasi Bildungsweg, WB, Wohnen Bilden, von zu Hause zur Uni oder auch von woanders zur Uni dann gefragt. Und unter denen habe ich dann gefragt, das waren also 8 Leute, das sind 4 da ist zu Fuß gegangen, 3 mit dem Rad und 1 mit dem ÖV und keine mit dem MIV. Dann habe ich das fortgesetzt für 1 bis 2 Kilometer. Da sieht man, dass sie jetzt schon weniger zu Fuß gegangen sind, aber mehr mit dem Rad. Da ist also Rad und ÖV der Hauptmodus.
geht man noch länger, dann geht der Modus immer mehr Richtung ÖV. Und bei den noch längeren Entfernungen, da nimmt dann auch der Radverkehr ab. Und bei den noch längeren, da nimmt die Zahl der Studierenden insgesamt ab. Und es gibt nur noch die schnellen motorgetriebenen Modi ÖV und MIV. Jetzt kann man daraus erst einmal einen globalen Modalsplit bestimmen. Der ist also jetzt bei den Studenten, wenn man es erstmal schaut, wie viel Summe gibt es insgesamt, 65, hat man also einen globalen Modalsplit, zum Beispiel 6 65stel Fuß, 17 65stel Rad, ÖV und MIV. Viel für den ÖV, woran liegt es? Naja, hauptsächlich, weil sie ja Semesterticket haben. Das heißt, Ad-Hoc-Kosten für den ÖV sind gleich null. Das werden wir später sehen, dass in den normalen Mobilitätsumfragen ÖV und MIV zugunsten des MIV verschoben sind. Neben dem globalen Modalsplit kann man als Spaltensummen auch Zeilensummen berechnen. Das ist dann im Wesentlichen, würde das Ergebnis der Verkehrsverteilung sein. Auch hier gibt es erst einmal einen Anstieg. Das liegt einfach daran, dass quasi zur Vorlesungsstätte es in 1 bis 2 Kilometer Umkreis sehr viel mehr Quellen gibt, nämlich dreimal so viel als im Umkreis von 0 bis 1, wenn man jetzt auch homogene Infrastruktur annimmt. Das heißt, es steigt erst einmal und irgendwann, hier aber schon nimmt es ab, weil hier habe ich 2 bis 5, also bei, das heißt 2 bis 3 werden es schon weniger, sinkt es dann irgendwann exponentiell. Das heißt, es entspricht der schon besprochenen Wilson-Verkehrsverteilung. Erst einmal steigt es linear an und fällt dann exponentiell ab. Und das Maximum, so bei 2 bis 3 Kilometer, das gibt quasi so ein typisches arithmetisches Mittel der Entfernungen. Genau, man kann also anhand so einer einfachen Umfrage schon sehr viel sehen. Jetzt vergleichen wir das mal mit, tragen das mal auf. Hier habe ich das so aufgetragen, dass ich die Summe der Flächen, der Höhen hier ist Fußverkehr, Radverkehr, ÖV und MIV. Die Summe, die geht immer auf, addiert sich zu 1. Das heißt, die relative Höhe dieser Segmente, die zeigt also den bedingten Modalsplit für Wegelänge einer gewissen Entfernung ab. Die Datenpunkte, das sind jetzt die, wo von der Vorlesungsbefragung, und die habe ich jetzt mit einem MNL-Modell, was ich später besprechen werde, also Multinomial Logic Model, dann angepasst, die Parameter angepasst. Da sieht man, dass das eigentlich sehr gut passt. Da sieht insbesondere, Fuß nimmt rapide ab, Rad nimmt erst einmal zu, das heißt, die vertikale Höhe steigt, nimmt dann wieder ab, ÖV nimmt immer mehr zu, und Autoverkehr nimmt zum Schluss wieder ab, aber das ist jetzt eher Artefakt. Üblicherweise würde der dann ebenso wieder konstant, wie der ÖV dann konstant sein. Vergleichen wir das mal mit der SAV, der Mobilitätserhebung. Da sieht man Ähnliches. Fußverkehr, blau, nimmt rapide ab. In Dresden und auch in anderen großen Städten, die da untersucht wurden. Radverkehr nimmt erst zu, das heißt die Höhe der grünen Balken nimmt zu, sowohl hier als auch hier, und dann nimmt sie aber wieder ab. MIV nimmt immer mehr zu und ÖV ist in Dresden interessanterweise relativ gering. Das ist allerdings von 2003, in der Zwischenzeit kann sich durchaus das etwas erhöht haben. Und hier sieht man, dass bei großen Entfernungen im Wesentlichen das halbe zwischen MIV und ÖV ist und alle anderen Modi mehr oder weniger ziemlich schnell dann verschwinden. Ehe wir jetzt überhaupt Daten in irgendein Modell eingeben können, ein Modell formulieren können, müssen wir erst einmal den Widerstand definieren. Das heißt also eine Attraktivität, irgendwie muss ja klar rauskommen, dass lange Wege für die langsamen Verkehrsmittel unattraktiv ist. Man braucht also da gewisse Faktoren, die die Nutzung oder Nichtnutzung der Verkehrsmodi determinieren.
Da gibt es verschiedene Kategorien. Erst einmal die Charakteristika. Die Charakteristika, die sind für jeden Verkehrsmodus unterschiedlich. Das heißt, das sind Eigenschaften, Attribute der verschiedenen Modi. Zum Beispiel Reisezeit und Kosten. Das sind eigentlich die Hauptattribute. Daneben natürlich sowas wie Flexibilität, Komfort und andere. Das hat man auch schon bei der Verkehrsverteilung. Neben den Charakteristika, die also nur vom Verkehrsmittel abhängen, gibt es sozioökonomische Variable, die hängen nur von der Person, vom Entscheider ab. Das ist typischerweise Alter und Geschlecht, auch zum Beispiel sowas wie Studentenstatus. Offensichtlich hat es auch einen Einfluss. Das hat man an den Umfragen gesehen. Zum Beispiel Studenten haben sehr viel häufiger benutzen die ÖV als die allgemeine Bevölkerung. Schließlich gibt es noch externe Faktoren wie das Wetter. Wann ist das entscheidend? Naja, offensichtlich vor allem bei Schlechtwetter oder im Winter. Im Winter werden bei Schlechtwetter ist klar, dass es der Rat nur von den absoluten Hardcore-Enthusiasten noch gewählt wird. Die anderen steigen dann je nach Entfernung auf ÖV oder Fuß üblicherweise um. Damit ist es aber noch nicht vollständig determiniert. Wir brauchen auch noch Ad-hoc-Bonus, das heißt globale Präferenz für ein für bestimmtes Verkehrsmittel, zum Beispiel aus Umweltaspekten, Überzeugungen, dass man vielleicht den ÖV häufiger wählt, als das eigentlich nach den bisherigen Attributen der Fall ist. Das wird dann unter dem Begriff alternativen spezifische Konstanten noch hinzugefügt. Das sind im Wesentlichen Achsabschnitte der Regressionsrechnung, nur gibt es da Besonderheiten zu beachten, auf die wir jetzt gleich kommen können. Insbesondere eine globale Konstante würde gar nichts ergeben, weil hier geht es ja um Widerstand, also negativen Nutzen. Und wenn ich den gleichzeitig für alle Alternativen ändere, ändert sich gar nichts, weil es kommt nur auf Nutzendifferenzen an. Warum kommt es nur auf Widerstandsdifferenzen an? Also wie viele Alternativen spezifische Konstanten gibt es also bei den vier Alternativen? Naja, weil der Mensch, es kommt nur auf die Widerstandsdifferenzen an, weil der Mensch nur relativ vergleichen kann. Absolutes Level, na, das kann der nicht entscheiden, weil wie gesagt, der kann er nicht wählen oder mehrere Alternativen wählen, wo es vielleicht auf das absolute Level ankommt. Er muss ja eine wählen und da kommt es dann nur auf das relative Level ab. Genau, wir wählen das nach Nutzen Unterschieden, nicht absoluten Nutzen aus. Wie viele ACs gibt es? Naja, alle unabhängigen Nutzendifferenzen, Anfangsnutzendifferenzen brauchen ein AC. Das ist im Wesentlichen, weil bei vier Alternativen gibt es drei Nutzendifferenzen. Eine Alternative kann man mal als Referenz nehmen und deren Nutzen zum Beispiel anfangs 0 setzen. Und die anderen Alternativen haben dann bezüglich dieser Referenzalternative einen Anfangsbonus, der durch den jeweiligen AC gegeben ist. Genau, jetzt gibt es also die vier Modi. ACs gibt es also maximal drei. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben einen Modalsplit einer Gruppe von Ökos, also sehr umweltbewussten Menschen. Welche ACs lassen sich für diese Gruppe charakterisieren? Müssen wir jetzt erst einmal natürlich wählen, welche Alternative soll die Referenzalternative sein? Wir haben als Referenz, sagen wir mal, den Fußverkehr. Dann würde der Radverkehr den ersten AC dann bekommen. Nachdem sowohl Fuß als auch Rad ökologisch sind, wird es da wahrscheinlich eher in der Nähe von 0 sein. Ebenso bei den ÖV. Nur der MIV, der als eher unökologisch gilt, der hätte dann einen Anfangsmalus. Das ist aber wie gesagt, weil es hier um Widerstände geht, also um Disutility, hätte man also quasi einen positiven Anfangswiderstand,
was einem Anfangsmalus bei den Nutzen entspricht. Das heißt, der MIV hätte also ein AC größer 0. Natürlich, wenn es der MIV oder Referenzmodus ist, dann hätten alle drei anderen Alternativen einen Anfangswiderstand kleiner 0 bzw. einen Anfangsbonus größer 0. Das ist, wie gesagt, völlig irrelevant, was man als Referenzalternative nimmt, weil sie nur auf die Nutzendifferenzen dann ankommt. Aber natürlich, die ACs verändern sich. Jetzt haben wir also, sind wir mit den deterministischen Nutzen soweit durch. Wenn es jetzt nur auf die deterministischen Nutzen ankommen würde, würde das Bild nicht wie hier aussehen, das ist jetzt wieder die Vorlesungsumfrage, sondern dann würde es einen abrupten Übergang geben. Zum Beispiel bei 1 Kilometer ist plötzlich der Fuß nicht mehr das Attraktivste, sondern Radverkehr würde bis 1 Kilometer Fuß 100% sein, dann abrupt die Zug auf 0 gehen und dafür der Rad auf 100% springen. Später würde dann der ÖV auf 100% springen und der MIV hat nie die Mehrheit, das heißt, nie die relative Mehrheit, das heißt, der würde quasi bei ohne Zufallsnutzen nie gewählt werden würden, zumindest bei den Studierenden. Dem ist aber nicht so, weil das ist, wie gesagt, hat man auch bei den Umfragen, bei diesen Datenpunkten hier oder auch bei dieser Umfrage, es gibt einen allmählichen Übergang. Und der kann nur zustande kommen durch sogenannten Zufallsnutzen. Dieser Zufallsnutzen, der hat mehrere Ursachen haben. Zum Beispiel nicht betrachtete Attribute, zum Beispiel Sportlichkeit. Das heißt, ein Marathonläufer würde vielleicht selbst hier noch zu Fuß gehen, so als Training. Es gibt von mir einige Kollegen, die den täglichen Fahrt zur Arbeitsstätte als Fahrradtraining auffassen, obwohl das mehr als 20 Kilometer teilweise sind, also hier. Dagegen so typische Sesselhocker, die würden selbst bei sehr kleinen Entfernungen den MIV wählen, weil der einfach am bequemsten ist. Und neben Sportlichkeit gibt es natürlich auch sowas wie Gesundheit oder Alter und nicht zu vergessen den freien Willen. Und was jetzt was auch noch ist, was mir hier noch dazufügen könnte, ist zusätzliche Opportunitäten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit ÖV fahre, kann ich nicht am Bäcker meiner Wahl unterwegs anhalten, weil da eben gerade keine Haltestelle ist oder ich lange warten müsste. Da würde ich dann lieber zum Beispiel den Radverkehr nehmen, wo der da maximal flexibel ist. Also das ist Motivation, warum es einen Zufallsnutzen gibt. Jetzt schauen wir mal, wie wir den modellieren können. Dazu betrachten wir jetzt die diskrete Wahltheorie. Was ist eine diskrete Wahltheorie erst einmal? Es ist eine diskrete Entscheidung, genau eine aus endlich vielen Alternativen. Also endlich viele und genau eine, ja, das ist also gerade diskret. Meist ist die Alternativenanzahl auch eher klein, zum Beispiel jetzt typischerweise 4 bei der Verkehrsmittelwahl. Und was wird da gemacht? Es wird klassisch nach dem Homo economicus vorgegangen. Es wird also aus der Alternativenmenge K, zum Beispiel 1, 2, 3, 4, Fußrad, ÖV, MIV, wird die gewählt, die den maximalen Nutzen hat. Das hört sich jetzt wieder nach so einem Sprung an, aber es ist kein Sprung, weil der maximale Nutzen, der hat erst einmal den deterministischen Nutzen, minus W, also minus den Widerstand, plus einen Zufallsnutzen. Und der Zufallsnutzen ist üblicherweise unabhängig bezüglich der Verkehrsmodi und bezüglich der Person, des Entscheiders. Und der kann das Gleichgewicht mal in die eine, mal in die andere Richtung verschieben. Hier zum Beispiel, wenn ich jetzt eine große Entfernung habe, und es gibt immer noch einige, die den Rad wählen, dann ist der Zufallsnutzen, der entscheidet, die hier noch das Rad wählen, halt positiv, während er hier bei den anderen Modi 0 oder negativ ist oder weniger positiv. Das ist, wie gesagt, unabhängig. Der Zufallsnutzen macht also, wenn man dann viele Ereignisse hat, wird es natürlich dann entsprechende Verteilung.
Das gibt dann quasi die Auswahlwahrscheinlichkeit. Da geben wir noch ein Gesetz der großen Zahl vor. Wenn wir später noch ein Beispiel kennenlernen, man hat im Wesentlichen dann, kann dann quasi von dieser mikroskopischen Auswahl, genau eine, kann man dann auf die Auswahlwahrscheinlichkeiten gehen, wenn man eine gewisse Verteilung der Zufallsnutzen annimmt. Und wenn man jetzt diesen Zufallsnutzen Gumpel-Verteilung verteilt nimmt, brauchen Sie jetzt nicht im Detail wissen, wie die aussieht. Da kommen wir in der Mastervorlesung drauf, wo das genau besprochen wird. Und wenn wir das dann aggregieren, dann bekommt man das Multinomial-Logit-Modell, was diese Auswahlwahrscheinlichkeiten hat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, den Modus K zu wählen, ist im Wesentlichen hängt vom deterministischen Widerstand W ab. Und diese Form des Epsilon taucht hier gar nicht mehr auf, weil das ist im Wesentlichen, hat die IID Standard-Gumpel-Verteilung, die hat dann keinen weiteren Parameter und es gibt einfach dann diese Form. Das ist im Wesentlichen eine logistische Form, S-förmig im Wesentlichen, weil das, die Summe, das ist dann im Wesentlichen, also wenn man zwei Alternativen hätte, hätte man die klassische logistische Form, die S-Kurve, die man schon bei der Pandemieausbreitung ganz am Anfang dieser Vorlesungen besprochen haben. Und im einfachsten Fall hat der Widerstand die Form, dass nur die Reisezeiten berücksichtigt werden, also nicht zum Beispiel die Kosten, aber die kann man natürlich auch berücksichtigen, aber ich habe jetzt nur die Reisezeiten und die alternativen spezifischen Konstanten. Jetzt noch einige Verständnisfragen zur diskreten Wahltheorie, insbesondere des Multinomial-Logit-Models. Zunächst mal Bemerkung, formal ist das MNL äquivalent zum Wilson-Modell. Das heißt, auch das Wilson-Modell eignet sich für die simultane Ziel- und Verkehrsmittelwahl am besten. Warum ist das formal äquivalent? Da schauen wir uns mal die Formel an. Im Wesentlichen wegen dem E hoch minus W. Das ist ja quasi die E-Funktion, die im Wilson-Modell zu tragen kommt. Dass hier kein Beta steht, das hat nichts zu sagen, weil das Beta steht dann quasi hier in der Spezifikation der Ws drin. Das heißt, im Wesentlichen ist das im Wesentlichen das Wilson-Modell. Und der normalisierte Nenner, das ist eben wegen dem Modal-Split. Wenn ich jetzt nur einen Modus habe, dann gibt es im Wesentlichen eine Konstante. Und hier baue ich den Nenner, weil ich eben die Summe gleich der Auswahlwahrscheinlichkeiten gleich 1 machen will. Aber im Wesentlichen kommt es eben auf diesen Zähler an und der ist im Wesentlichen das Wilson-Modell der Verkehrsverteilung. So, jetzt die Fragen. Sagen Sie, dass das MNL die Randsummenbedingungssumme pk gleich 1 erfüllt? Naja, das ist fast trivial. Einfach in die Gleichung einsetzen. Machen wir das mal hier. Wenn ich jetzt hier Summe pk mache, habe ich im Zähler, der Nenner ist immer gleich. Da kommt ja kein k vor, sondern l. Und die Summationsindex kann ich, wie gesagt, wählen, wie ich will. Das heißt, die Summe pk hätte ich dann im Zähler Summe pk mal e hoch minus, hätte ich dann Summe e hoch minus wk und im Nenner Summe e hoch minus wl. Jetzt kann ich aber die Summationsindex wählen, wie ich will. Das heißt, dann ist der Zähler gleich dem Nenner. Das heißt, 1 durch 1, Zähler durch Zähler sozusagen. Und es gibt natürlich gleich 1. Jetzt zur nächsten Frage. Sagen Sie, dass sich nichts ändert, wenn man zu allen Widerständen WK dieselbe Konstante C addiert. Das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Es kommt nur auf die Nutzendifferenzen an. Die Frage ist aber, erfüllt dieses MNL überhaupt diese Bedingung? Jetzt mache ich das also mal. Das heißt, ich zusätzlich zu diesem WK mache ich jetzt eine Konstante hinzu. Natürlich im Zähler und im Nenner. Jetzt nutze ich Exponentialregel. E hoch minus WK plus C ist gleich E hoch minus WK mal E hoch C. Das mache ich im Zähler und im Nenner. Und jetzt sieht man, dass man den gemeinsamen Faktor E hoch C, der in allen Anteilen des Nenners und im Zähler immer gleich ist, dass sich der wegkürzt. Und übrig bleibt im Wesentlichen die Wahrscheinlichkeiten ohne das C. Das heißt, das C hat sich weggekürzt. Ich kann für C beliebige reelle Zahl einsetzen.
Nach dieser Exponentialregel kürzt sich das immer weg. Das heißt, es ist erfüllt, die Bedingung, es kommt nur auf Nutzendifferenzen an, und ist erfüllt. Insbesondere kann ich das auch explizit so formulieren. Wenn ich jetzt hier, kann ich jetzt, zum Beispiel für C kann ich jetzt E hoch minus BK Strich hinzufügen, dann hätte ich quasi Nutzendifferenzen minus WK plus WKREF im Zähler und im Nenner. Das heißt, dann habe ich das explizit in Form von Nutzendifferenzen geschrieben. So, die nächste Frage. Jetzt wird allgemein, soll man jetzt zeigen, dass wenn ich jetzt nur zwei Alternativen habe, binomiale Modelle und es gibt IID verteilte Zufallsnutzen, beliebige Verteilung, also nicht Gumpel, sondern beliebig verteilt, zum Beispiel Gauss verteilt oder gleich verteilt, dann soll es diese allgemeine Form geben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, Alternative 1 zu wählen, das ist gleich nach dem Homo economicus, die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzen Gesamtnutzen 1 größer Nutzen 2 ist. Und das ist gegeben durch die Verteilungsfunktion der Nutzendifferenz, der Zufallsnutzendifferenz, zum Argument W2 minus W1. Und natürlich für P2 gilt dann die Komplementärwahrscheinlichkeit, weil die Summe der PI ist gleich 1 ist. Wollen wir mal schauen, ob wir das herleiten können? Ich fange also erst einmal mit der Definition an. P1 ist die Wahrscheinlichkeit U1 größer gleich U2. Jetzt setze ich für U1 das minus W1 plus Epsilon 1 ein und setze es auf die andere Seite. Mal sehen, warum. Also das ist dann quasi das U1, das ist größer gleich, also von rechts nach links gelesen, U2 und U2 ist minus W2 plus Epsilon 2. Also hier habe ich nur die Aufspaltung in deterministischen und Zufallsnutzen gleich Gesamtnutzen eingesetzt. Jetzt versuche ich im nächsten Schritt, die deterministischen Anteile W und Zufallsanteile Epsilon zu separieren. Zum Beispiel, indem ich jetzt das Epsilon 1 mit Minus auf die linke Seite bringe und den deterministischen mit Minus 2 mit Plus W2 auf die rechte Seite. Naja, und was ist das? Das ist im Wesentlichen die Definition der Verteilungsfunktion, die Verteilungsfunktion einer Zufallsvariablen zum Argument x ist im Wesentlichen die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable groß x kleiner gleich dem Argument klein x ist. Und die Zufallsvariable ist hier halt nicht groß x, sondern epsilon 2 minus epsilon 1. Und das Argument ist eben hier w2 minus w1. Das heißt, das ist nichts anderes als die Verteilungsfunktion von epsilon 2 minus epsilon 1 an der Stelle w2 minus w1. Und das gilt ganz allgemein für beliebige, selbstkorrelierte Zufallsnutzen, aber eben nur im binären Fall. Im Fall mit mehr als zwei Alternativen ist nur das Multinomial Logit Model und einige wenige Varianten analytisch lösbar. Ansonsten hätte man da immer Integral. Aber das ist alles aus der Mastervorlesung relevant. Hier wird einfach, ist nur relevant, dass wie das MNL aussieht und dass das im Wesentlichen äquivalent zum Wilson-Modell ist. Wenden wir jetzt das MNL mit Widerstand gleich Reisezeit mal Beta an auf unsere Vorlesungsumfrage und kalibrieren das, wie man so ein Modell kalibriert, das heißt die Parameter so anpasst, dass das den Daten am besten fittet, mit Maximum Likelihood. Das werden wir in der Mastervorlesung kennenlernen. Hier kommt es nur auf das Ergebnis an. Und das Ergebnis ist, wir haben erst einmal das Beta, das ist der Unschärfeparameter, 0,20 pro Minute. Also noch einmal, wo kommt das Beta vor? Das ist im Wesentlichen aus dieser Gleichung. W ist Beta mal TK plus die alternativen spezifischen. Das heißt, wir haben nur die Unschärfe. Im Wesentlichen, wenn ich jetzt die Nutzen, weil diese Zufallsnutzen, der ist im Wesentlichen, hat eine Varianz von der Größenordnung 1, nicht genau 1, aber das ist jetzt hier nicht relevant. Das heißt, wenn jetzt das Inkrement Beta mal Delta K gleich 1 ist, dann habe ich im Wesentlichen eine
spürbare Nutzenänderung erreicht. Das heißt, 1 durch Beta ist die Unschärfe des Nutzens in Zeiteinheiten, also hier in Minuten. Hier ist also die Kalibrierung ergibt, hier 1 durch Beta ist 5 Minuten, weil Beta ist 0,20 pro Minuten, das heißt die Zeitunschärfe ist 5 Minuten. Oder andersrum, wenn die Nutzendifferenz größer gleich 5 Minuten entspricht, die Zeitdifferenz größer gleich 5 Minuten, dann spüren Sie, also die, wo an der Befragung teilgenommen haben, einen deutlichen Nutzenunterschied und würden dann die Alternative mit dem kleinen Zeitwellen Ceteris Paribus, wenn insbesondere auch die alternativen spezifischen Konstanten dem nicht entgegenstehen. Ansonsten habe ich den Widerstand so formuliert, dass nicht nur die Reisezeit entscheidend ist, sondern auch, also nicht nur die Anfangsreisezeit, das ist das T0k, das ist die sogenannte Rüstzeit, das heißt, wenn das x gleich 0 ist, dann muss ich zum Beispiel beim Auto erst zum Autoparkplatz fahren oder das Auto aus der Tiefgarage rausfahren. Am Ziel finde ich nicht vielleicht keinen Parkplatz, Parkplatz suche und zum Ziel laufen. Beim ÖV muss ich zur Haltestelle laufen und so weiter. Das heißt, ohne eigentliche Entfernung zurückzulegen, habe ich bereits einen Aufwand und der wird durch diese Minimalzeit oder Rüstzeit charakterisiert. Der ist offensichtlich beim Fußverkehr null, wenn man mal vom Straßenschuhe anziehen absieht. Und dann kommt eben eine entfernungsabhängige Reisezeit, die ist linear mit der Entfernung und der Proportionalfaktor ist offensichtlich 1 durch Widerstand, 1 durch Geschwindigkeit, denn Entfernung ist Geschwindigkeit mal Zeit. Und dieses VK, das ist im Wesentlichen die mittlere und die komplexe Geschwindigkeit, beim ÖV zum Beispiel einschließlich Haltestellen und Zugang, beim Autofahren einschließlich Ampeln, beim Fuß im Wesentlichen 5 Kilometer pro Stunde und beim Radverkehr ergibt sich das. Und da kommt dann raus, das alles kalibriert, kommen dann diese Werte raus. Das heißt, insbesondere ÖV hat hier eine eigentlich zu gute mittlere Geschwindigkeit. Kein ÖV fährt 35 Stundenkilometer im Mittel. Die Bahn fährt zwar durchaus 50 oder sogar 55, aber muss ja ständig anhalten. Das ist hier schon wahrscheinlicher, aber das ist eben die geschuldete Tendenz, dass Studis eben doch den ÖV sehr präferieren. Die Rüstzeiten, die habe ich mit 0 angenommen und dann verglichen mit dem Fußverkehr gibt es dann beim Rad 5 Minuten, beim ÖV 10 Minuten, beim MIV 16 Minuten Rüstzeit. Jetzt vergleichen wir das mit dem SRV. Das hatten wir schon mal, da sehen wir, dass jetzt beim SRV die Autoanteile deutlich höher sind. Jetzt kalibriere ich mal nicht diese Vorlesungsumfrage, sondern ich kalibriere diese SRV-Ergebnisse, das heißt die Mobilitätserhebungen von der VVU-Stätte, nehme ich mal, weil die sieht am markantesten aus. Mache ich das mal. Und nehme auch die Darstellung so, wie das hier ist. Das heißt, die haben den MIV als unterstes, dann Fußrad und den ÖV als oberstes. Das habe ich jetzt hier auch gemacht. Und dann sieht man eine ziemlich gute Übereinstimmung zwischen diesen Anteilen, die aus dem MNL kommen, und dem der Empirie. Man muss nicht sehen, dass ich jetzt hier die Entfernung bei 16 Enden habe lassen. Das heißt, rechts entspricht im Wesentlichen dieser Kurve. Das hat man also im Wesentlichen halbe halbe und ganz links entspricht dann quasi dem kleinsten Balken, wo es quasi sowohl in der Theorie als auch in der tatsächlich immer noch MIV-Anteil gibt, auch zwischen 0 und 1 Kilometer. Jetzt vergleichen wir das aber genau diese Darstellung mit der Kalibrierung der Studieumfrage. Da sieht man also die Verschiebung. Der ÖV ist also bei den Studis, also bei Ihnen, sehr viel beliebter als in der allgemeinen Bevölkerung. Und dazu musste ich jetzt, die Geschwindigkeiten habe ich jetzt hier fest angenommen, dazu musste ich nur 3 Parameter ändern. Die Unschärfe ist allgemein 10 Minuten
statt bei Ihnen 5 Minuten. Das ist also dieses Beta hier. Der ÖV ist bei Ihnen sehr schnell, während er sonst etwa gleich dem MIV ist. Und außerdem die Rüstzeit ÖV ist im Allgemeinen, nee, die Rüstzeit des IV ist bei Ihnen sehr viel höher, 16 Minuten, als allgemein bei 10 Minuten. Kommen wir jetzt noch zum Alternativmodell, dem sogenannten Kirchhoff-Modell, die Kirchhoffsche Aufteilungsregel. Die ist im Wesentlichen, ist Anleihe genommen an der elektrischen Kirchhoffschen Aufteilungsregel. Also wer von Ihnen hat in der Schule aufgepasst, gibt Reihen- und Parallelschaltung, und bei Parallelschaltung ist der Strom gleich die Summe der Einzelströmung, also das wäre so quasi eine Parallelstrahlung, es gibt eine gewisse feste Spannung, das ist die Motivation von A nach B zu bekommen, und es gibt 4 verschiedene Wege, die Ströme durch all diese Wege, also oder beziehungsweise die Verkehrsströme, also hier wird richtig Strom und Verkehrsstrom in Analogie gesetzt, und der kann quasi durch eins der 4 Modi dann gehen, und dann ist bei der Kirchhoff auch die jeweiligen Anteile, die sind proportional zur Leitfähigkeit, elektrische Leitfähigkeit, und das wiederum ist definiert als 1 durch elektrischen Widerstand. Das heißt, man hat hier die völlige Analogie. Widerstand ist hier nicht mehr die Disutility wie bei Verkehrsströmen, sondern der elektrische Widerstand. Und der Anteilswerte bzw. Verkehrsströme bei der Modalsplit sind dann quasi die elektrischen Ströme. Also eine 100% Analogie zur elektrischen Parallelschaltung. Wenn ich jetzt auf den Modalsplit anwende mit denselben Nutzenfunktionen, dann kürzt sich der Unschärfeparameter raus. Man sieht auch, das ist jetzt nicht so realistisch, weil der Fußverkehr auch bei sehr hohen Anteilen immer noch nicht auf 0 geht. Wenn ich das jetzt vergleiche mit der MNL-Modell, da geht der Fußverkehr ziemlich schnell gegen 0. Und ich kann eben auch eine Unschärfe modellieren. Bei Kirchhoff ist es, wie gesagt, nicht so richtig möglich. Also, summa summarum, das ist eine schöne Analogie, aber im Zweifel sollte man doch MNL wählen. Hier habe ich jetzt nochmal die Vor- und Nachteile charakterisiert. Die Nachteile überwiegen aber, dass sie bei langen Strecken ein unrealistisches Verhalten ist. Natürlich, der Vorteil ist, bei kurzen Strecken geht wirklich der Fußanteil auf 100%. Das ist also, weil kein Mensch würde jetzt, wenn ich jetzt nur 3 Meter von A nach B gehen würde, das Auto benutzen. Aber das, nachdem es meist nur auf den Regionen von 0 bis 1 Kilometer ankommt, da relativiert sich dieser theoretische Vorteil, während sich dann theoretische Nachteil in einen praktischen Nachteil umwandelt bei großen Entfernungen. Dies war die Vorlesung 7 über Verkehrsaufteilung bzw. Verkehrsmittelwahl bzw. Modalsplit und die Einführung in das Multinomial Logit Model. Dazu wird es im Masterstudium noch sehr viel Interessantes dazu geben. In der nächsten Vorlesung kommen wir zum letzten Schritt des 4-Stufen-Modells der Verkehrsumlegung bzw. Routenwahl. Vielen Dank für heute.